Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Navy auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Produkte, die ich euch in meinem Shop My Stash Video euch gezeigt habe. Wie ich die Produkte finde, die ich ausprobiert habe, wie sie sich verhalten haben, wie sie sich einarbeiten gelassen haben. Es sind sowohl neuere Produkte, die ich euch gezeigt habe, aber sind auch Produkte, die ich schon länger in meiner Sammlung hatte. Ich muss wirklich sagen, einige Produkte von denen haben mich wirklich überrascht und zu den Produkten sage ich euch noch was genaueres. Fangen wir mit dem Grundierungsprodukt an, was ich euch gezeigt habe, nämlich von Essence der Hydro Hero 24 Stunden Hydration Tinted Cream. Das ist dieses feuchtigkeitsspendende getönte Creme. Da habe ich den Farbton 05 Natural Ivory. Es hat die Haut wirklich ebenmäßig gemacht. Also die Haut sah wirklich perfektionierter aus. Die Haut war wirklich mit Feuchtigkeit versorgt. Also war ein richtig gutes Grundierungsprodukt, was ich sehr, sehr gerne jetzt in diesem Monat auch verwendet habe. Irgendwie habe ich ein Haar. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr tolles Produkt, was gerade gut ist für die wärmere Jahreszeiten oder halt für die wärmere Tage, die wir hatten, wenn man eine leichtere Grundierungsprodukt haben möchte, wenn man trotzdem was drauf haben möchte, dann ist es, dieses Produkt ist wirklich sehr gut. Also bisher, was ich jetzt ausprobiert habe, gut, ich habe es noch nicht so lange in Verwendung, aber ich habe das schon öfters jetzt verwendet und ich muss sagen, es ist wirklich klasse, aber ich werde das weiterhin ausprobieren, verwenden, wie sich mein Fazit, wie mein Eindruck zu den Produkten sich vielleicht noch ändern wird oder ob ich das wirklich so toll finde. Also dazu kann ich bisher nichts Negatives sagen und es hat einen Lichtschutzfaktor von 15. Habe ich euch den Farbton gezeigt, die 05 Natural Ivory habe ich. Also es ist ein richtig tolles, feuchtigkeitsspendendes, getönte Creme. Weil es ist wirklich eine cremeartige Textur, die ich hier bei dem Produkt habe. Aber was sich leicht verteilen lässt, einarbeiten lässt in der Haut. Also wie gesagt, es hat so eine leichtere Deckkraft. Aber ihr könnt es, wenn ihr es wollt, auch aufbauen und schichten. Aber bei mir hat eine Schicht völlig ausgereicht. Dann kommen wir zu den Lippenprodukten. Da habe ich zwei Stück. Da habe ich einmal den Alverde Matte Lipstick in der Farbe 17 Coral Chic. Das ist dieses Produkt hier. Das ist so ein Lippenstift. Das ist ein richtig schöner rosé-stichiger Ton. Es ist kein Koralleton. Muss ich wirklich sagen, auch wenn der Name zwar steht hier, Coral Chic, ist es für mich eher ein rosé-pink-stichiger Ton, der aber alltagstauglich ist. Also ich muss wirklich sagen, den kann man sehr gut in den Alltag tragen. Was ihr hier habt, es ist ein matter Lipstick. Das bedeutet, er trocknet matt, aber ist noch angenehm auf den Lippen. Also man merkt schon, dass man ein Produkt drauf hat. Aber trotzdem sieht es wirklich natürlich und schön aus. Und vor allem, ihr könnt, wenn es ihr glossiger haben wollt, ein Lipgloss drauf tragen auf dem Lipstick. Also dementsprechend ist wirklich ein tolles Produkt, was ich auch weiterhin ausprobieren werde. Dann habe ich einen anderen Lippenstift, nämlich den von L'Oreal. Habe ich gesagt, woher ich den habe? Den habe ich aus einer Beauty Box. Wo war der jetzt drin? Pink Box? Glossy Box? Boah, ich weiß manchmal gar nicht mehr, wo, welche Box die drin gewesen ist. Ich meine aber in der, Glossy Box. Genau. Ich meine, in der Glossybox da drin. Auf jeden Fall war es aus einer Beautybox. Kommen wir zu dem nächsten Lippenprodukt. Das ist von L'Oréal Paris, der Color Riche Ultra Matte.
Nur Dobots. Wie der Farbton, wenn ich das jetzt so richtig ausgesprochen habe. Das ist halt dieses in der Nude-Verpackung-Variante. Das ist halt schon so ein bräunlicher, topstichiger Ton. Ich muss sagen, er fühlt sich auf den Lippen toll an, aber von Farbton her ist es vielleicht nicht gerade ideal, weil der könnte mir tatsächlich zu kühl. Ich habe des Öfteren den schon verwendet gehabt. Ich muss sagen, der wirkte kühl auf meinen Lippen. Da wirkte ich schon manchmal etwas fahler. Aber ich habe meistens noch Lipgloss drauf getragen und dann ging es. Aber den werde ich weiterhin ausprobieren und testen, ob sich vielleicht noch meine Meinung zu dem Produkt sich ändert. Weil ganz ehrlich, so hatte ich mir den, ich wollte den mir schon mal selber kaufen, aber ich habe es irgendwie nicht getan, weil vom Ton her hat er mich immer etwas abgeschreckt, weil ich dachte mir schon, dass der mir vielleicht zu kühl auf den Lippen aussieht, dass er zu blass wirken könnte und ich habe vermutlich recht gehabt, aber wie gesagt, ich werde ihn noch weiterhin ausprobieren und testen, weil in diese einen Monat oder wie viele Wochen ich den jetzt schon Verwendung habe, will ich den erstmal noch weiterhin verwenden und testen. Weil den hatte ich aus dem Adventskalender von L'Oreal. Und dementsprechend war es im Endeffekt kein Fehlkauf nicht, weil ich mir den ja nicht selber nicht gekauft habe, sondern weil es ja ein Adventskalender drin gewesen ist und dementsprechend ist es noch in Ordnung. Aber wie gesagt, ich werde den noch ausprobieren. Der wird auch noch bleiben. Also den werde ich jetzt nicht aussortieren. Weil in diesem Video geht es hauptsächlich um meine Meinung zu den Produkten, was ich ausprobiert habe. Und nicht darum, ob ich die Produkte aussortiere oder ob die mir nicht gefallen. Also ich möchte euch nur so meine Eindrücke, mein Fazit euch berichten. Dann kommen wir zu einer Wimperntusche, die ich euch gezeigt habe, nämlich die Catrice Glam Doll Curl Volume. Das ist in dieser lila stichige Verpackung Design hier. Die hat so ein schönes, ja schon ein geschwungeneres Faserbürstchen. Ich muss sagen, war wirklich überrascht, dass die wirklich tolle Wimpern gemacht hat. Also die hat die Wimpern wirklich sehr gut getrennt. Die Wimpern waren voluminös. Und auch die Haltbarkeit hat mich wirklich überrascht. Also ich hatte kaum Erwartungen an dem Produkt gehabt. Und dementsprechend war ich umso überraschter, dass es in Ordnung ist, diese Wimperntusche. Klar gibt es bessere, aber ich muss trotzdem sagen, die ist in Ordnung. Also das ist bisher die einzige von Catrice Wimperntusche, wo ich sage, die geht klar, die ist in Ordnung. Mit der komme ich klar. Weil sonst hätte ich die andere Variante gehabt, die Glam & Doll. Die hatte dieses Gummibürstchen gehabt. Auch aus der Glam & Doll Reihe. Und ich fand die nicht gut. Erstmal von dem Effekt, was die Wimperntusche gemacht hat. Und auch von dem Wimperbürstchen selber. Die war mir zu hart. Und die muss ich sagen. Ich bin wirklich überrascht. Und wie gesagt, die fängt ab so Stempeln nach, ja, schon nach 7, 8 Stunden. Aber ganz ehrlich, ich hatte schon Wimperntusche gehabt, die nach 2, 3 Stunden abgestempelt habe. Und hier ist es erst nach 7, 8 Stunden. Also dementsprechend ist die in Ordnung. Und auch die Haltbarkeit ist in Ordnung. Also es ist zwar nicht so, dass ich begeistert bin, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie sagen, nee, die geht überhaupt nicht. Nein. Also da hatte ich tatsächlich Schlimmere. Und vor alledem, die ist nicht wasserfest. Und vor alledem, hier, wo wir jetzt die wärmeren Tage hatten, hat die sehr gut dafür gehalten. Und selbst nach diesen 7, 8 Stunden, dass sie es abgestempelt hat, trotzdem hat sie sehr gut gehalten. Also ich kann bisher kaum Negatives zu der Wimperntusche sage, weil ich die in Ordnung finde. Und die werde ich auch weiterhin verwenden. Also das ist die erste Wimperntusche von Catrice, wo ich sage, die ist in Ordnung, die ist nicht schlecht,
Aber so nicht so überkrass, wo ich sage, dass sie an meine andere Lieblings-Wimperntusche drankommt. Also das möchte ich gerne nicht sagen. Aber ansonsten macht sie einen super Effekt auf den Wimpern. Kommen wir zu den letzten beiden Produkten, die ich habe. Einmal zu einer Lidschattenpalette. Das ist ebenfalls von Catrice. Die Nude Daring Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Und das sind die Töne, also sind schon sehr schöne, wärmere Töne. Ihr könnt hier aber auch natürlichere Töne, Augen-Make-up schminken. Aber ihr könnt auch kräftigere Augen-Make-up-Look schminken. Also das ist schon eine tolle, schöne, warme Lidschattenpalette. Und vom Farbschema her ist es wirklich die Palette, die so alles hier drin hat. Die hat so einen rosé-stichenden Ton, dann so einen kühleren bräunlichen Ton, dann so einen wärmeren bräunlichen Ton, dann so ein lila-stichige, das ist so ein lila-violett, was sehr schön auf den Augen aussieht. Also da muss ich tatsächlich, weil violett-lila sind ja die Töne, die sehr schwer zu in der Herstellung sind. Und dass sie doch so gut in der Pigmentierung sind, in Auftrag, da war ich wirklich überrascht. Und hier habt ihr so ein dunkleres, würde ich sagen, auch so violett-lila, aber was auch sehr schön aussieht. Hier habt ihr so ein rötlichen, schon ein kräftigeres, rötlich-dunkleres. Das ist so ein rot-braun, wenn man das so sagen kann. Ihr habt hier sowohl matte, also schimmrige. Ihr habt gezwirlte Lidschattentöne. Das ist einmal dieser hier, der so gezwirlt ist. Dann ist dieser hier oben, der ist auch so gezwirlt. Der und hier habt ihr auch so zweifarbig. Wie gesagt, die Palette ist sehr, sehr schön. Und für den Preis geht die auch völlig in Ordnung. Also ich muss sagen, die finde ich tatsächlich gut. Ich frage mich echt, wieso ich die nicht verwendet habe. Wieso die in mein Schrank rumgelegen hat. Also da muss ich tatsächlich sagen, bin ich wirklich überrascht. Und die und zu der Palette habe ich auch schon das öftere Augen-Make-up-Look schon geschminkt gehabt. Da könntet ihr ja sehen, direkt in live, wie die Lidschatten performen. Wie die so auf den Augenlider aussehen können. Und wie die von der Pigmentierung her sind. Kommen wir zu dem letzten Produkt. Das ist von MAC. Ein Blush, der New Romance Mineralius Blush. Der sieht so aus, also der Blush hat schon feine Schimmerpartikel hier drin. Das ist so ein helles Peach. Also wie ihr sehen könnt, ist schon ein hellerer Peach-Ton, aber was sehr, sehr schön aussieht. Also mit dem Blush, wenn ihr den aufgetragen habt, dann bräuchtet ihr theoretisch kein Highlighter-Produkt nicht mehr zu verwenden, weil es hinterlässt schon einen schönen Es hinterlässt einen schönen Glow, hat feine Schimmerpartikel, was ich in Ordnung finde, was sehr schön aussieht auf den Wangen. Also wie gesagt, nach dem Produkt bräuchte ich hier theoretisch kein Highlighter-Produkt nicht mehr, aber manchmal habe ich dann Lust und verwende trotzdem noch ein Highlighter-Produkt noch extra. Trotzdem ist es auch ein tolles Produkt, was mich wirklich überrascht hat, dass der so toll ist. Also von dem Farbton her, wie der sich verblendet gelassen hat, also muss ich wirklich sagen, es ist ein tolles Produkt. So, das war das Fazit oder meine Eindrücke zu den Produkten, die ich ausgetestet habe. Also ich muss wirklich sagen, für einige Produkte bin ich wirklich positiv überrascht. Gut, bei dem einen Produkt bin ich so in der Schwierigkeit, aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich das von L'Oreal den Lippenstift aussortiere. Nein, hier ging es wirklich nur darum, eine Rückmeldung geben wollte, mein Fazit zu den Produkten, die so sind,
wie die sich aufgetragen lassen haben, wie die Pigmentierung her ist. Und dementsprechend sind das trotzdem Produkte, die ich noch weiterhin ausprobieren werde, austesten werde. Ja, das wäre jetzt auch das Video zu meinem Zahn-My-Stash. Neue Produkte und alte Produkte, die es halt schon länger zu kaufen gibt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann abonniert gerne meinen Kanal, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann ihr euch auch das Video euch anschaut und eine schöne Woche und hoffentlich schaltet ihr zum nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tschüss!